Moin und herzlich willkommen zu diesem Neulings-Dojo-Video. Und zwar geht es heute um die Seltenheitsgrade in World of Warcraft. Ihr werdet immer mal wieder Items bekommen, die so verschiedene Farben haben. Was die Farben bedeuten, das verrate ich euch in diesem Video. Also nach einem kurzen Intro geht's los. Bleibt dran. Auf welchen Schwierigkeitsgraden droppen jetzt welche Items? Grüne Items werdet ihr in normalen Dungeons finden oder in der Weltbeute. Also grün kommt da häufig vor beim sogenannten Trash. Trash bedeutet die Gegnergruppen, die ihr in Dungeons besiegen müsst. Da werdet ihr häufig grüne Sachen bekommen. Blaue Sachen geben dann auf einem normalen Schwierigkeitsgrad die Bosse, und später im heroischen Modus werdet ihr dort auch auf jeden Fall was Blaues bekommen, wenn ihr in Shadowlands unterwegs seid. Und wenn ihr im mythischen Modus in die Dungeons reingeht, erhaltet ihr epische Beute, ebenso wie in den Raid Dungeons, da werdet ihr auch epische Beute bekommen. Ja, irgendwann werdet ihr auf jeden Fall verschiedenfarbige Gegenstände bekommen. Und zwar ist das so, dass die haben alle eine gewisse Funktion, beziehungsweise die Farben geben erst einmal die Seltenheit der Items her. Da haben wir nämlich verschiedene. Und zwar fängt das an mit grauen Items. Die könnt ihr bedenkenlos verkaufen an den Händler. Da geht ihr einfach zu irgendeinem Händler hin und verkauft es da direkt vor Ort. Man kann das dann, kriegt davon ein bisschen Silber, später natürlich auch Gold und kann dadurch eigentlich so ein Grundbasiseinkommen auch generieren. Wenn man viel unterwegs ist, viele Gegner besiegt hat, hat man davon häufig sehr, sehr viele Items in der Tasche. Verkauft die ruhig, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Bei weißen Items ist es so, das können verschiedene Sachen sein wie Handwerksmaterialien, aber auch Handschuhe beispielsweise, so Sachen, die man tragen kann. Das sind gewöhnliche Gegenstände, also Dinge, die häufig in World of Warcraft vorkommen. Diese Items sind ja nicht selten, die werdet ihr an jeder Ecke auch irgendwo finden. Wenn ihr Handwerk betreibt, dann sammelt ihr Kräuter beispielsweise. Leder ist häufig in der weißen Farbe, wie jetzt hier Kramleder beispielsweise, oder Handwerksmaterial fürs Kochen. Gerade solche Dinge, die könnt ihr auch benutzen und gebrauchen. Logischerweise verkauft ihr die nicht an einen Händler, sondern könnt ihr im Auktionshaus verkaufen. Oder aber eben halt, die haben einen speziellen Zweck, mit dem ihr dann im Großen und Ganzen eure Ziele verfolgen können, wie Kochkunst leveln, Alchemie leveln und so weiter und so fort. Dann gibt es Items, die sind grün. Grüne Items sind schon ein bisschen häufiger. Die sind, die werdet ihr auch an jeder Ecke finden. Häufig auch Waffen oder häufig Rüstungsteile, mit denen ihr dann eben im Großen und Ganzen, was ihr dann ausstatten könnt. Gerade wenn ihr begonnen habt mit World of Warcraft, werdet ihr als am Anfang halt grüne Sachen bekommen, das tragt ihr dann eine Weile, und sobald ihr später in Dungeons reingeht, kriegt ihr auch blaue Items. Blaue Items sind rare Items, also die kommen nicht mehr ganz so häufig vor. Gefühlt natürlich an jeder Ecke und an jeder Kante später in World of Warcraft, aber im Großen und Ganzen blaue Items sind schon ein bisschen stärker. Die Reihenfolge, in der ich jetzt hier auch so durchgehe, das ist tatsächlich die Reihenfolge, wie von der Ausrüstung her, wie stark die dann wird. Also blaue Ausrüstung ist meistens stärker als grüne Ausrüstung, aber es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn ihr ein Item-Level habt von 100, ein grünes Item und ein blaues Item von 100, dann ist meistens das blaue von 100 besser. Es kann aber auch sein, dass ihr ein blaues Item 80 habt, aber das grüne Item-Level 100 ist besser. Das werdet ihr im Laufe der Zeit auch feststellen, dass die lieber das höhere Item-Level nehmen beim Leveln. Das ist ein bisschen, macht euch auf jeden Fall stärker, denn teilweise sind die nachher, das geht so ineinander über, dass die Grünen etwas stärker werden als die Blauen. Dann kriegt ihr wieder Blaues auf demselben Item-Niveau, dann ist das wieder stärker. Das zieht sich einmal komplett durch eure Levelphase durch. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr auch lilane Gegenstände, das sind epische Gegenstände. Epische Gegenstände sind schon recht selten. Im Endgame nachher, wenn man Level 60 erreicht hat, jetzt mit Shadowlands, dann werdet ihr dort die beste Ausrüstung haben. Die ist episch. Und einzelne Teile, die ihr später kriegen könnt, die sind dann sogar golden. Das sind legendäre Gegenstände. Da ich quasi
Die legendären Gegenstände, die sind immer schon ein Spezialfall. Die werdet ihr nicht so häufig haben. Ihr habt natürlich aber auch in den einzelnen Addons gab es immer mal legendäre Items. Legendäre Items sind jetzt wie dieses Item hier, Erinnerung an den Mutterbaum. Deswegen habe ich die vier auch mal so ein bisschen ausgeklammert. Erinnerung an den Mutterbaum ist ein aktuelles Item. Das heißt, das ist momentan spieltechnisch auch sehr relevant. Das ist der Inhalt von Shadowlands und da werdet ihr später euch selber so eins bauen. Früher konnte man die finden und teilweise haben die auch Material benötigt, wie hier das Fragment von Valanyr. Denn es gibt auch Items aus Classic, aus Legion und so weiter, wo ihr eben halt diese Items bekommen könnt. Legendäre Gegenstände, die haben natürlich für Shadowlands jetzt kaum noch Relevanz. Keine Relevanz eigentlich eher, um genau zu sein. Und trotzdem ist aber die Farbe noch da, weil das halt den Seltenheitsgrad angibt. Da muss man, das lernt man im Laufe der Zeit auch da so ein bisschen zu separieren und zu sehen, alles klar, hey, das brauche ich jetzt nicht mehr anlegen. Im Zweifel ist das Item-Level die zweite Komponente, mit der ihr dann ermitteln könnt, alles klar, das ist jetzt aktuell. Denn bei Shadowlands fängt das kleinste Legendary bei 190 an, geht dann höher bis zu 235, dann ist das ausgebaut. Man hat noch weitere Farben, die euch gelegentlich vielleicht mal über den Weg laufen. Das ist so ein helles Blau, das hat was mit der Levelausrüstung zu tun, mit den Erbstücken heißen die. Die Erbstücke selber sind im Großen und Ganzen unter Shift P zu erreichen. Da könnt ihr euch verschiedene bauen. Je nachdem, was ihr gekauft habt, ihr könnt das freischalten, könnt dann mit euren Twinks etwas besser leveln. Die müssen aber auch aufgewertet werden. Die haben 4 Aufwertungsstufen und die leveln mit. Das ist ganz praktisch, wenn ihr irgendwann später mal einen Twink spielen wollt, dann kriegt ihr die Ausrüstung, wenn ihr die voll habt. Dann rennt ihr mit einem guten Set rum, müsst ihr euch nicht mehr um Ausrüstung kümmern und das hilft euch dann schon enorm. Das hat einen Set-Bonus, verringert den Verbrauch des Ruhebonus um 30%, so Annehmlichkeiten halt zum Leveln und das ist ganz praktisch. Dann gibt es noch Items, die haben ein helles Gelb, sag ich mal. Mir fällt, ja, das ist ein helles Gelb, ist so, fertig. Auf jeden Fall ist das so, Garnier und der Mutterbaum, das ist ein Item aus Legion. Das ist ein Artefakt, ist das. Oder das hat was mit den Artefaktwaffen zu tun. In dem Addon Legion konnte man durch Questreihen Artefaktwaffen freischalten und die eben halt mit so Sockeln ausstatten und das Ganze dann eben halt verstärken. An der Stelle, die braucht ihr jetzt so auch gar nicht mehr benutzen, weil wenn ihr in Shadowlands angekommen seid, dann tragt ihr natürlich wieder ganz andere Ausrüstung. Hat auch Gegenstandsstufe 70 das Ganze jetzt auf Max-Level. Genau. Die Farben gibt es. Im Großen und Ganzen ist das gar nicht so schwierig. Ihr werdet bei den Handwerksmaterialien, da möchte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, werdet ihr weiße, grüne, blaue und auch epische Gegenstände finden. Auch das soll nochmal die Seltenheit halt darstellen. Das sind auch so diese 4 Farben, die euch häufig begegnen werden. Weiß, grün, blau und lila. Und ja. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du konntest jetzt ein bisschen mitnehmen, kannst auch die Items jetzt so einkategorisieren, alles klar, oh, wieso ist das lila, warum ist das blau? Jo, vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos, Visarius meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.